also ich zeige euch mal, bin ich selber gespannt, ob das funktioniert, wie man ein sogenannten Dual Vlog machen kann. Ihr wisst ja, dass ich bislang immer nur meine Stimme aufgenommen habe und ich habe mittlerweile neues Sena und das versetzt mich hoffentlich in die Lage, einen Dual Vlog zu machen. Das heißt, die Stimme von Leuten, die mit mir über das Sena sprechen, dann mit auf der GoPro aufzunehmen. Ja, die Idee ist letztlich nicht von mir, sondern die habe ich letztens in einem Video gesehen. Ich greife die hier mal auf und es ist jetzt ja spannend, weil ich nicht weiß, ob es wirklich funktionieren wird. Den Kanal, wo ich es hier habe, blende ich euch mal oben ein. Müsst ihr selber entscheiden, welches Video ihr besser findet, was in dem Moment besser zu sehen ist. Also, was man zunächst braucht, sind so ein paar Kabel. 2,5 mm Klinke hier auf dem Verteiler links-rechts. Eine entsprechende Verlängerung. Eine Verlängerung auch zweimal 3,5 mm Klinke. Wie man das zusammenbaut, zeige ich euch dann gleich. Etwas Besonderes ist dieses Kabel. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Auch 3,5 mm Klinke mit gesteuerten oder steuerbaren Ein- bzw. Ausgängen sind es hier. Also hier mit zwei kleinen Buchsen, die man hier über die entsprechenden Potis einstellen kann. Ich kann es gleich dazu sagen, der Pegel, der aus dem Sena rauskommt, ist relativ hoch. Deswegen steuert man das hier mit den Potis. Ich verlinke auch die entsprechenden Produktbeschreibungen hier drunter im Kommentarfeld. Was man noch braucht, ist ein Satz neuer Kopfhörer. Weil das ist der einzige Nachteil. Die machen das ganze Thema dann auch, ich sag mal, ein bisschen teurer. Blendet hoffentlich nicht so. Und ich zeige euch hier mal, wie die Dinger heißen. Also sind original von Sena und kommen dann in dem Moment in den Eingang, mal in den Ausgang vom Sena. Die Originallautsprecher raus. Das sind hier auch die HD-Speakers. Die sind von der Qualität angeblich auch ein bisschen besser. So, dann hier die HD-Lautsprecher mal ohne Verpackung. Die kommen dann gleich ins Sena rein. Jetzt kommt der Helm dazu und ich habe keinen von diesen Helmringen, was aber auch ganz gut funktioniert. Und wer eine Mikrowelle hat, wird das Ding kennen. Das ist nichts anderes als so eine Glosche, so eine Abdeckung. Und um den Helm nicht zu verkratzen, schmeiße ich da einfach mal ein Handtuch drüber. Und jetzt kann der Helm da hinein. Ja. Neues Sena schon montiert, das funktioniert auch alles soweit. Ich arbeite momentan mit dementsprechend zwei Mikrofonen. Einmal dem Original Sena und ein nächster Blick hinein in den Helm. Und zusätzlich, es ist immer ein bisschen dunkel, zusätzlich, ich hole gleich mal eine zusätzliche Leuchte, dann könnt ihr es besser sehen. Zusätzlich ein Rode, das ich schon längere Zeit, jetzt über ein Jahr eingesetzt habe, ist von der Sprachqualität richtig, richtig gut. Sehen ein Mikrofon raus und dann könnt ihr da den schwarzen Puschel sehen. Den habe ich letztlich habe ich das Mikrofon hier mit so einem Kabelbindersatz festgeklebt. Ich kann das Mikrofon so immer rausnehmen, es ist, klemmt da so drin. Und momentan habe ich das Kabel hier noch so drunter gesteckt, weil wie gesagt hier normalerweise auch die Kamera hängt mit dem, also hier dran. Und dann ist das von der Distanz her sehr, sehr kurz. Was jetzt gemacht werden muss, und wie gesagt, ich probiere es jetzt gleich mal aus, ist, dass ich die Original-Lautsprecher, die hier drin stecken, jetzt wieder ausbaue. Und hier vorne kommen die HD-Lautsprecher. Die HD-Lautsprecher dran. So, jetzt habe ich nochmal eine zweite Lichtquelle geholt. Dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen, wie das Ganze hier eingebaut ist. Ja, das ist der richtig fette Puschel.
aber dadurch habe ich überhaupt keine Windgeräusche oder wenig, sehr wenig Windgeräusche. Ich bin absolut zufrieden damit, was an Stimme aufgenommen wird und was auch an Motorgeräusch ankommt. Das ist absolut top. Ich weiß nicht, ob das wirklich besser geht. Fragt mich nicht, warum das so ist, warum der Motor immer so gut mit aufgenommen wird. Das muss wirklich an der Reflexion liegen. Ich arbeite da nicht mit zusätzlichen Mikrofonen oder irgendwelchen anderen Dingen. Ja, das ist ein Nex XD1. Diese roten Dinger sind dazu da, das Helmpolster rauszureißen, im Falle, dass der Helm abgenommen werden muss, im Falle eines Unfalls. Das ist nur so, dass diese Helmpolster doch auch dann abgehen, wenn man den Helm abnimmt. Also wenn man ganz normal den Helm absetzt. Das hat mich immer ein bisschen angenervt, deswegen habe ich die Helmpolster, also diese kleinen Haken, die da drin sind, sind jeweils 3 Stück, die habe ich festgeklebt. Und jetzt kann man die nur noch mit, ich sag mal, einigermaßen Motivation da rausnehmen. Aber ihr seht, das geht dann doch, die stecken in Taschen drin. 3 Stück. Ich weiß mittlerweile schon blind, wo die Dinger sind. So oft habe ich die da rausgenommen. Und man kann auch dieses Polster hier hinten kann man auch komplett rausnehmen. Hier an der Seite sitzen die Lautsprecher drin, ja, die bei dem Sena dabei sind. Und die müssen jetzt wieder raus, um die HD-Lautsprecher einzubauen. Und das ist der Aufbau vom Sena. Das kann man nämlich hier dann aufmachen und das Mikro und die Lautsprecher dann in dem Moment wieder rausholen. Jetzt muss ich direkt mal gucken. Ja, ich habe da schon so kleine Pads reingeklebt. Und jetzt muss das hier aufgeschraubt werden. Das ganze Sena muss eigentlich raus dazu, die Platte muss weg. Aber ich glaube, ich komme auch so an die kleine Kreuzschlitzschraube ran. Die kleine Schraube rausgedreht. Und dann fällt nämlich die Klammer ab. Aufpassen, dass die Schraube nicht abhaut. So. Und dann hat nämlich dieses ganze Graffel, hier ist die kleine Schraube mit dem Anschluss, hat man jetzt in der Hand. Zieht das hier durch und dann sind die Original-Lautsprecher, die im Lieferumfang enthalten sind, damit dann weg. Ja, ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass das Ganze dadurch nicht mehr wasserdicht ist. Ne? Also wenn ich jetzt hier vorne an den Anschluss rangehe, mit 3,5 mm Klinke, schraube jetzt erstmal die Klammer wieder dran, dann ist das nicht mehr wasserdicht. Auch hier vorne ist natürlich jetzt offen. Das ist auch ganz klar. Das ist jetzt offen. Ich könnte natürlich jetzt einen Tape-Streifen drüber kleben. Ich kann mir überlegen, ob ich das nicht mache. So, ich hoffe, ich bin nicht zu dicht dran. Das ist einfach Paketband. Also das Zeug, das hält, denke ich mal, hier zwischen recht gut. Ich kann das die kleine Ecke da nochmal ein bisschen fester kleben. Aber hier kommt ja die Klammer drauf. In dem Moment müsste das eigentlich so weit halten. Dann dringt da zumindest keine Feuchtigkeit ein.
Ich will auch versuchen, nachher von dem Rode Mikro das Kabel möglichst im Helm zu versenken und nicht mehr unter diese Lasche da zu stecken. So, den habe ich jetzt schon mal aufgemacht. Der kommt jetzt quasi wieder an die alte Stelle, da wo er vorher war. Und dann die Klammer wieder anziehen. Dass er dann auch vernünftig sitzt. Ja. So, Mikrofon sitzt dann da auch wieder vorne vernünftig. Ich hatte beim ersten Einbau hier so ein kleines, kann man das sehen, ein kleines Gummipolster damit eingebaut. Kann man, dass er da vernünftig am Helm sitzt und sich da richtig dann auch festklemmt. So, das heißt, wir haben die Lautsprecher drin, wir haben das Sena wieder angebaut. Das erste, was jetzt passiert ist, dass hier vorne die zwei Lautstärke Einsteller angeschlossen werden. Also hier vorne aufgemacht. Wie gesagt, das könnte auch ein Problem sein jetzt mit der Wasserdichtigkeit, weil dieser Stopfen, der fehlt jetzt. Eine Seite fast auf Null geregelt, ich werde es nachher ausprobieren. Andere Seite voll aufgeregelt, ich muss das hinterher wirklich ausprobieren. Wie gesagt, ich bin gespannt, genauso wie ihr, ob das alles funktioniert. So, hier kommt jetzt der Kopfhörer dran. Und zwar auf den Kanal, den ich auf ganz laut gestellt habe. Wie gesagt, es ist alles nichts, was ich herausgefunden habe, sondern ich folge da in dem Moment dem Kanal von, wie heißt er, Erbse84. Könnt euch ja mal den Spaß machen und ihn mal googeln. Der hat es mit seinem Helm, hat er das wie gesagt erklärt, da habe ich es auch gefunden und habe das hier mal nachgebaut. Jetzt haben wir das so verbunden, wie gesagt, dort eingestöpselt. Der Kanal, der auf laut gedreht ist, da die Kopfhörer dran, damit ihr auch in dem Moment vernünftig hören könnt, was passiert, an Signal reinkommt. Den einen haben wir jetzt ja belegt. Und der andere, es ist ja ein Ausgang, in dem Moment, der kommt als Signal dann in die GoPro rein. Damit überhaupt in die GoPro was reingeht, dieses kurze Verbindungsstück mit 2x 3,5 mm Klinke kurz verbinden. Wie gesagt, das geht dann in die GoPro rein. So, um es dann für die GoPro-Eingang zu adaptieren, der Verbinder jetzt, sieht man es? Ja, der Verbinder jetzt hier rein in den weißen Eingang. Das ist jetzt nur über. Natürlich das Rode Mikro und das kommt hier rein. Und jetzt ist es bereit für den Audioadapter. Den habe ich aber gerade hier im Einsatz, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Das mache ich dann nachher mal mit der anderen Kamera, nehme ich das auf, was man denn da so hören kann. Ja, das ist es jetzt eigentlich soweit. Ist relativ viel Kabelgeraffel. Und das muss jetzt alles in den Helm rein. So, fertig. Ja, ich habe jetzt einen kleinen Sprung gemacht. Ich wollte euch nicht damit langweilen, wie man diese Kabel da versteckt. Das war ein ziemliches Gefricke. Also die Kabel in dem Helm versteckt. Letztlich habe ich sie alle reingekriegt. Wir haben gestern auch noch ein paar Testaufnahmen gemacht mit den zwei Senas, ob das wirklich ankommt. An der Stelle ein Hinweis, der Lautstärkeregler für den Ausgang, der fast auf Minimum steht, darf wirklich nicht auf Minimum stehen, sondern fast auf Minimum. Das ist also ein Hauch eines Millimeters muss der vom Minus weg, sonst hört man den, ich sag mal, den externen nicht. Wenn man ihn komplett auf Minus schiebt, ist die Eigenstimme sehr gut zu verstehen, das kann man wirklich sagen,
aber eben vom externen kommt nichts mehr an. Also der darf nicht komplett auf Minus stehen, sondern ein bisschen daneben. Wie sieht es letztlich aus? Das ist noch eine Sache, die ich auf jeden Fall verbessern will. Also ihr seht hier, der Anschluss an den Mikrofonadapter, der ist nicht optimal. Das Kabel ist mir zu sehr abgeknickt. Ich habe es trotzdem erstmal installiert, um es einsetzen zu können. Ich habe mir aber einen 90 Grad Winkel noch geholt, der als Stecker da reinkommt und wo dann das Kabel, das ist hier schon richtig abgeknickt im Moment, dann auch hineinkommt. Ist nicht im Moment nicht optimal, ich habe es dann trotzdem erstmal installiert, weil die eigentliche Installation ist soweit okay, das funktioniert alles. Also in den roten, um es nochmal zu rekapitulieren, in den roten kommt das externe Mikrofon, in meinem Falle das Rode rein, und hier der entsprechende andere Verteilerkram, also inklusive der beiden kleinen Lautstärkeregler, sind alle mittlerweile hier versteckt. An der Stelle ja, ein Hinweis für die Kabelführung. Die Dinge habe ich mir mal besorgt, die kosten echt nichts. Also kann ich mal, was weiß ich, 100 Stück für ganz kleines Geld. Ich zeige euch die mal im Detail. Wo ist er? Da ist er. Das ist zum Beispiel so ein Ding hier. Kann man es gut sehen. So ein Ding hier, der ist auf einer Seite offen. Hat ein kleiner Klebepad unten dran. Und dann kriegt man die Kabel hinterher auch in dem Moment wieder raus, weil es wie gesagt offen ist. Da habe ich auch das Mikrofon vorne drinstecken, das rote Mikrofon drinstecken und kann das da dann auch immer wieder rausnehmen. Hier oben, nur als Führung, so ein Ding hier ist eine Kabelführung, auch mit dem Klebepad einfach angeklebt, damit die Kabel einigermaßen sauber laufen. Letztlich funktioniert es alles. Wir haben das, wie gesagt, ausprobiert. Ich muss mal schauen, ob ich einen Clip da reinfüge, hier in das Video oder jetzt ans Ende von dem Video. Ja, es war dann doch relativ aufwendig, aber es funktioniert. Es gibt sicherlich noch andere Lösungen. Diese ist schon relativ aufwendig, aber an der Stelle nochmal vielen Dank an den Kollegen, der dieses Video vorher schon gemacht hat, das ich jetzt hier ja nachgebaut habe. Es ist vielleicht auch ein bisschen umfangreich geworden, aber ja, ich hoffe, es hilft bei der einen oder anderen Überlegung, das auch zu machen. Ich werde es jetzt in den nächsten Tagen wirklich am Motorrad mal testen. Das ist auch der Blickwinkel, ich sag mal, kann sein, dass der sich ein bisschen verändert hat von der Kamera. Sieht immer ein bisschen komisch aus, dass sie so ein bisschen nach oben guckt, aber das ist so. Ich bin auch darauf gespannt, ob der 90 Grad Adapter, den ich hier brauche, ob der sauber funktioniert. Wenn ihr Fragen habt dazu, rein damit ins Kommentarfeld. Es wäre cool, wenn ihr den Kanal abonniert. Solche Basteltipps kommen relativ selten. Jetzt habt ihr mein Helm-Setup gesehen, das ich jetzt aktuell in dem Moment einsetze. Also wie gesagt, Fragen, ja, bleibt sitzen und macht's gut. Bis dann. Ja. Sprich, jetzt soll ich wieder was sagen. Sehen wir mal was. Testen jetzt mal. Ja, okay. Ich gehe nachher mit dir ein oder ohne dich einkaufen. Ist ja nicht viel. Und dann schmeiße ich mich ans Bügelbrett und dann bleibt der Tag spannend. Ja. Gut, soll es jetzt gewesen sein.